Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Sakura, mach nicht so eine komische Pose, ich werd ja ganz geil dabei. Im letzten Part haben wir das Spiel begonnen und jetzt werden wir es fortführen. Wir werden zu Sensei Kakashi gehen auf den Trainingsplatz und hoffentlich dem lieben Sensei zeigen, dass wir ziemlich erwachsen geworden sind. Sein Tun und er klatscht wie so ein... Wieso klatscht er wie so ein Bescheuerter, ey? Nervt mich doch gerade. Okay, wo müssen wir hin? Der Pfeil zeigt uns zum Glück, wie schon im letzten Part erwähnt, wo wir hingehen müssen. Deswegen run, Naruto, run. So, noch weiter. Ja, nicht sonderlich spannend, aber es tut gut, weiter Naruto zu spielen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Es gibt ja auch viele andere Let's Player, die dieses Spiel schon Let's Played haben oder gerade Let's Playen. Der Omega Master ist nur ein Beispiel. Aber ich hoffe, irgendjemand wird es trotzdem schauen und Spaß dabei haben. Erst nochmal... Oh, da liegt was. Erinnerungskristall 3 erhalten. Erinnerungskristalle Info. Erinnerungskristalle. Mit einem Erinnerungskristall kannst du Flashbacks auswählen, indem du den Konoha Ninja mit dem Symbol... Schriftrolle mit roter Feder im Hokage-Raum ansprichst. Erinnerungskristalle tauchen im Verlauf der Hauptgeschichte an verschiedenen Orten auf. Was sind Flashbacks? Im Menü Flashbacks kannst du dir Szenen aus der Zeit ansehen, bevor Naruto nach Konoha zurückgekehrt ist. Mit jedem Kristall kannst du dir eine andere Szene ansehen. Hokage-Raum-Aktion. Wenn du bestimmte Items bekommst, kannst du im Hokage-Raum deine Spielmöglichkeiten durch Menüs wie Hauptkampf erneut versuchen, Story-Ansicht und Flashbacks mit immer mehr Inhalten erweitern. Schön, ich wollte aber eigentlich nur beim Buddha speichern. So. Cool gemacht, dass man nicht mehr hier in dieses blöde PlayStation 3-Menü kommt und man muss nur X drücken. Perfekt. おお、おお。この先だよな、演習場。ワクワクしてきた。ねえ、ちょっと待ってよ。どうしたの、さくらちゃん。あのさ、かかし先生に会う前に準備運動しとかない？準備運動？それ別にいいけどさ。何すんの？いろいろ方法はあるけど、手っ取り早いのは。うん。 Extreme sparring. Oh yeah. それって準備運動どころじゃないと思うけど。でもいいぜ。そっちの方が性に合ってる。ただ実戦形式だと俺ってば手加減できねえかも。上等。あんたの力を見る上でもちょうどいいわ。そんじゃ早速手合わせ開始だ。 Ikuse, das sagt er irgendwie ziemlich oft, glaube ich. Und der erste Kampf gegen Sakura mit Naruto ist ja unglaublich. Wow, episch. Ich werde hier ihre Handschuhe abziehen und über den Kopf streifen. Ha! Nein, werde ich nicht. Oh, Kampfvorgaben erwachen nicht möglich. Okay, der Rest ist gut, gut. Mach dich so fertig, Sakura. Das Kampfsystem ist es... Ist zum Glück fast genau, also die Steuerung ist genau die gleiche wie im ersten Ultimate Ninja Storm Teil. Nur irgendwie die Aktionen sind etwas anders. Aber im Grunde ist es genau dasselbe und das finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut wirklich und ich hoffe es ist nicht zu laut. Also die Kombos sind ein bisschen abgeändert worden, merke ich. Aua, Sakura, lass das. Mal gucken, ob ich sie immer noch geworfen kriege so. Okay. Gut, dann halt nicht. Und ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal... Ihr könnt ja nicht schreiben, wie es ist. Aber ich werde jetzt einfach mal noch eine Stufe runtergehen, damit ihr mich auch hören könnt. Das muss reichen. So, und jetzt bist du tot. Wow. Wow. Ich freue mich schon sehr auf den Online-Modus, auch wenn ich den verkacken werde. Aber ich freue mich drauf. Ich weiß nicht. Ist irgendwie mal was anderes, gegen echte Menschen zu spielen. Ja, das war's. Cool. Oh yeah.
Gut, erreicht. Perfekt. Und Ninja-Pillen mal 2. Okay. Oh nee. Jetzt kommt immer so ein blödes Menü, oder was? Und ich kann es nicht überspringen. Doch, kann ich. Cool. Ein goldenes Schweinchen. Ein goldenes Tonton. Sturmpunkte-Info. In Kämpfen erhalten. Sturmpunkte verdienst du dir in Kämpfen. Mit Sturmpunkten werden Dinge, die du durch den Abschluss von Ereignissen im ultimativen Abenteuer bekommen hast, auch im freien Kampf und im Online-Kampf verfügbar. Wow. Mit dem Ninjutsu. Mit Ninjutsu abgeschlossen Titel erhalten. やるじゃない。さくらちゃんもすげえ強くなってんのな。この分なら鈴取りうまくいきそうね。期待してるからね、ナルト。ね、俺もさくらちゃんに期待してるってばよ。任せとけ。よし、体は温まったし。そろそろ行こうぜ。私たちの力、加海先生にしっかり教えてあげましょう。 Wundsalbe mal 3. Und jetzt darf ich endlich ganz kurz was sagen. Ich werde die Ladezeit natürlich rausschneiden. Und eine Briefbombe. Komm. Hä, was soll das? Unsere Aufwärmübung hat dich ja einiges an Gesundheit gekostet. Heile dich mit der Medizin, die ich dir gegeben habe. Oh, ich will die nicht übersetzen. Die sollen selber reden. Regeneration, Ichiraku und Regenerations-Items. Wenn du im Kampf Gesundheit verlierst, bleibt sie auch im nächsten Kampf verringert. Du kannst Gesundheit regenerieren, indem du Ichiraku-Nudeln isst oder indem du Regenerations-Items aus dem Itemladen nutzt. Zungenbrecher, irgendwie nicht. Manchmal wird deine Gesundheit nach bestimmten Ereignissen automatisch wiederhergestellt, aber nach einem Kampf ist es immer eine gute Idee, deine Gesundheit wiederherzustellen. Und deine Briefbombe wird dir gegen Sensei Kakashi gute Dienste leisten. Nimm sie auf jeden Fall zur Ausrüstung. Oh Gott, diese ganzen Tutorials. Mit Kampf-Items ausrüsten. Im Startmenü unter Items kannst du festlegen, welche Items im Kampf benutzt werden sollen. Drücke bitte die Starttaste und wähle ein Item aus. Klar doch, danke Sakura. Gut, packen wir es an. Ja. Und die Dialoge sind auch so unnötig lang, finde ich. Also... beim besten Willen, die sind echt zu lang. Die reden dann 10-mal. Ja, wir werden es ihm zeigen. Ja, wir werden es ihm zeigen. Jawohl, werden wir. Ja, werden wir auf jeden Fall. Ja, werden wir. Das ist unnötig. Startmenü. Das Startmenü beherbergt alle möglichen Menüs zur Unterstützung bei deinem Abenteuer. Unter anderem zur Benutzung, Bestätigung verschiedener im ultimativen Abenteuer erworbene Items und zur Bestätigung deiner aktuellen Fortschritte. Mitglieder bestätigen. Unter Mitglieder bestätigen stehen alle möglichen Informationen bereit. Zum Beispiel zur Freundschaftsstufe, im Verhältnis mit Charakteren, mit denen du dich anfreunden kannst. Also Naruto hat noch fast volles Leben, Sakura hat irgendwie volles Leben. Warum auch immer. Ich werde ihn jetzt nicht heilen, weil ich habe nur sehr wenig Leben verloren. Items. Unter Items, oh, 5 Seiten. Unter Items kannst du Items benutzen, dich mit Kampf-Items ausrüsten und dir Materialien sowie wertvolle Items anzeigen lassen. Auf dem Registerkampf kannst du Palette anpassen benutzen, um mit dem Steuerkreuz die Kampf-Items zuzuweisen und sie für den Kampf bereit zu machen. Im Kampf benutzte Items werden am Ende des Kampfes wieder aufgefüllt, sodass du beliebig viele benutzen kannst. Oh. Geil. Itemregister. Auf dem Register-Item kannst du zu benutzende Items auswählen und benutzen. Dieses Register zeigt dir außerdem, welche Items du verkaufen kannst. Das Registermaterialien zeigt dir Materialien, die du Läden liefern kannst, damit daraus neue Items für den Verkauf gefertigt werden. Entschuldigung. Diese neuen Items sind viel mächtiger als normale Items und können dir entscheidende Vorteile verschaffen. Letzte Seite, das Register wertvoll, zeigt dir wichtige Items, die du im Rahmen verschiedener Ereignisse erhalten hast. Ereignisse, so. Da haben wir's und das ist... so, die Briefbomben... werde ich dahin machen.
Gut, und die Nudeln habe ich schon. Perfekt. So, den Rest werde ich euch nicht zeigen. Hä? Ich gehe... Wieso übersetzt er so einen Dreck, aber was anderes nicht, Mann! Dumm. Okay. Auf zu Kakashi, wir werden ihn besiegen. Sakura, wir schnappen ihm diese Glocken garantiert weg. Oder so. Lass uns sicher gehen, dass wir es schaffen. Was? Was ist da? Wenn ich versage, wird Lady Tsunade böse auf mich sein. Oh ja. Untersuchen. Sojabohne. Ich habe Sesam und Soja schon. Das ist ja unglaublich. Hartsamen. Ja, halt. Ja, Timo halt, ne? Ich kann noch mal... Oh, noch mehr sammeln. Komm, gib her, graben, graben. Energiesamen, okay. Jetzt wird es langsam echt komisch. Ich speichere noch mal. Und der nächste Kampf kommt auch gleich in diesen Part, weil ich einfach nur sage, dass es so ist. Auf zu Kakashi. Jawohl. Für den Kampf bereit machen, vorbereitet sein. Bevor der nächste Kampf beginnt, erscheint die Frage, ob du bereit bist. Wenn du mehr Zeit benötigst, um dich vorzubereiten, wähle Nein. Du kannst hier dann die Items ansehen, die du bereit hast und kannst Heil-Items benutzen. Gut. すみません、お待たせしました。準備はできたが2人とも。はい。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を奪うことはできないからな。んなの分かってるってばよ。それよりさっさと始めようぜ。旦那。 Ich werde so viele Ladezeiten wie möglich überspringen, also so viele wie möglich, auch diese hier mit dem Versus und ja. Ultimatives Jutsu und Erwachen nicht einsetzbar, Gegner immun gegen alle negativen Statuseffekte, das heißt, ich habe eh noch keine. Das hier ist übrigens der Demokampf, den kenne ich schon. Ich weiß also, wie er ausgehen wird. Und deshalb sollte das Ganze gar nicht so schwer sein. Der liebe Sensei hat gar nicht so viele Leben. Deshalb einfach plätten, ne? Ich meine, viel machen kann er eh nicht. Okay. Quick-Time-Event. Befehleingabe. Bei Bosskämpfen triffst du auf interaktive Aktionen. Drücke innerhalb des der Zeitbegrenzung die angezeigte Taste. Ja, das kennen wir schon aus dem ersten Teil. So. Wenn eine Anzeige unter einer Taste erscheint, hämmere so schnell du kannst auf sie ein. Die Anzeige muss im Zeitlimit eine bestimmte Stufe erreichen, damit du gewinnst. Entschuldigung. Tasten ohne Zeitanzeige, darüber sind zusätzliche Befehle. Tasten ohne Zeitanzeigen, darüber sind zusätzliche Befehle. Du musst sie nicht unbedingt schaffen, aber wenn du es tust, bekommst du etwas Gesundheit zurück. Hä? Achso, Tasten ohne Zeitanzeige darüber. Okay, jetzt hab ich's. Entschuldigung. Yo. Sterne erhalten. Führe interaktive. Das ist schade, dass der erste Bosskampf so verhunzt ist mit diesen blöden Tutorials. Mann, in der Demo ist es so ein geiler Kampf. Aber gut. Führe interaktive Aktionen richtig aus, um Sterne zu verdienen. Wenn du dabei gut bist und viele Sterne erhältst, wartet während des Bosskampfs eine Überraschung auf dich. Okay. Hä? Okay, und... Das sind immerhin ein paar Sterne. Das war ein Schattendoppelgänger.
Ja, die haut alles kaputt hier. Ist ja unglaublich. Ach, Glockenstehl-Lektion. Steht Kakashi auf dem Hügel, ist er zu weit weg für einen Angriff. Setze zum Gegenangriff an, wenn er herunterkommt. Der Einsatz von Hilfe könnte den Kampf entscheiden. So, ich kann jetzt Sakura einsetzen und sie haut ihn da runter. Und dann kann ich ihn angreifen. Aber nicht für lange. Wenn ich das hier nicht kennen würde, wäre ich sehr überrascht, dass sich hier die Umgebung ändert. Aber da ich das ja schon kenne. Ups, nein, komm her. Scheiße. Ist es nicht so überraschend für mich. Also ich kenne das Ganze schon. Ach, scheiße. So, wenn er den Wasserdrachen hier macht, hier, dann muss ich dem ausweichen. Und wenn er Shidori ins Wasser anwendet, muss ich aus dem Wasser raus. So, wenn er hier Shidori anwendet, kann ich ihn nicht treffen. Gar nicht. Ich muss ihm einfach ausweichen, bis er so platt ist. Und dann kann ich ihn voll weghauen. So, ich kann ihn nicht angreifen. Ja, kenne ich schon. Na, scheiße. Hau ihn weg. So. Das war's mit dir. Oder auch nicht. Hä? Wieso kann ich ihn denn angreifen? Das ging sonst nie. Komisch. Okay, auch gut. Wasserdrachen-Jutsu. Voll der blöde Name irgendwie. Okay, also in der Demo konnte man ihn so nicht angreifen. Das ist irgendwie neu. Gut, geschafft. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Oh, gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott! Nein! Geheimfaktor. Wenn du viele Sterne erhältst, schaltest du den Geheimfaktor frei. Genieße dann eine Szene, wie die Story weiter ausbaut. Okay, das, was jetzt kommt, habe ich noch nie gesehen. In der Demo gab es keine Sterne. Oder besser, es gab keine Geheimfaktor-Szene. Ach so. Was für ein Geheimfaktor, ey. Ich bin so überwältigt. Ach, schön. Gut, geschafft. Erreicht und es gibt wieder hier Belohnungen ohne Ende. Wieder ein goldener Tonton. Perfekt. Und Flirtparade SZ. Sie haben eine Trophäe verdient. Glockenstehl-Experte. Ja, toll. Du hast den S-Rang bei der Glockenstehl-Lektion erhalten. Kunst des Tauschens hinzugefügt. Hä? Okay. Cool. 1000 Sturmpunkte erreicht. Titel erhalten. Ninja. Eisenklaue ohne Schaden gewonnen.
Titel erhalten. Wow. Yare yare. Masaka omae tachi ga koko made yaru to wa na. Shoujiki odoroita yo. Ore tte ba Kakashi sensei oikoshi chatta kamo ne. Nan itte no yo, erasou ni. Ore no souzou o koeru to wa mattaku tanomoshii yatsura da. Nana, Kakashi sensei kara suzu ubatta tte koto wa sa, mochiron. Ah. 合格だ。これからはまた第7班として任務に入ってもらうよ。やった！今後のことは別の日に説明する。今日のところはしっかり体を休めとくように。おっ！それじゃあ俺はこれに。やったな、さくらちゃん。え？よし、これから頑張るぞ。 Naruto, aratamete kore kara mo yoroshiku ne. Okay. Prolog Narutos Heimkehr fertig. Schön, freut mich. Hauptcharakter, du kannst dir die Glocken von Kakashi schnappen, Titel erhalten. Hauptcharakter, okay, gut. Cool. Sate du. 演習も終わったし、これからどうすっかな? Prolog abschließend Trophäe. Ja, unglaublich, danke PS3. やることないなら、私と一緒に師匠のとこ行かない? 演習が無事に終わったことを報告しときたいし。そうだな。そんじゃ、屋敷まで行ってみっか。 Lass uns Großmutter Bericht erstatten, okay. Ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Kann ich nochmal untersuchen? Jawohl. Harzsamen schon wieder. Cool. Ja, das machen wir aber erst im nächsten Part. Wir werden dann Tsunade besuchen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt vor allem irgendwas. Ja, schreibt irgendwas von mir aus. Schreibt, cooler Part. Genau, an alle. Jeder, der dieses Video guckt und einen YouTube-Account hat. Ich bitte dich, schreibe einen Kommentar. Cooler Part. Aber nur, wenn es dir gefallen hat. Sonst schreib, schwuler Part, okay? Damit wir einen schönen Rhyme in den Kommentaren haben. Gut, ich freue mich. Danke, bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Ciao, Leute.